Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal einen neuen Unlimited RP Glitch zeigen. Dieser RP Glitch, der ist wirklich overpowered. Aber ich sag schon direkt am Anfang, macht das auf jeden Fall auf eigene Gefahr, weil ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht zurückgesetzt werdet oder sowas von Rockstar. Normal ist es ja nicht so, aber es kann auf jeden Fall sein. Was braucht ihr für den Glitch? Für den Glitch müsst ihr euch auf jeden Fall die Telefonattentate freigeschaltet haben. Wenn ihr nicht weißt, wie ihr das macht, dann das Video dazu werde ich euch auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, ebenso braucht ihr noch eine MOC am besten. Und wenn ihr dann die Telefonattentate habt, dann tut einfach mal einen anfordern. Das heißt, wir öffnen einfach das Handy, gehen dann auf Franklin, rufen dann einmal den Franklin an. Und von dort können wir uns dann einmal die Telefonzellenattentate dann anfordern. So, begibt euch einfach an den Ort in zu der Telefonzelle, müsst dann die Mission einmal starten und nun braucht ihr einmal die Mission der Popstar. Wenn ihr jetzt so wie bei mir jetzt der Fall ist, dass ihr eine andere Mission bekommt, ich habe jetzt die Trolle bekommen, dann ist auch kein Problem, dann tut ihr einfach mal ganz schnell die Lobby wechseln und in der neuen Lobby angekommen, einfach einen neuen Telefonattentat dann anfordern. So, ich bin jetzt hier wieder in der Open Lobby angekommen, ich tue jetzt nochmal ein Attentat anfordern. Und zwar gehe ich dafür wieder auf Handy, dann Franklin, dann einmal den Telefonattentat dann anfordern, sofort dann zur Telefonzelle dann einfach hinlaufen, die Mission dann starten. So, und wenn ihr dann seht, jetzt wie bei mir der Fall ist, dass ihr jetzt die Mission habt, der Popstar, das ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt können wir die Mission eigentlich auch schon starten. Tut einfach mal von eurem Interaktionsmenü einmal die MOC anfordern. So, begibt euch dann einfach zu MOC. Nun müsst ihr einmal die MOC dann hinten abkoppeln. Das macht ihr, indem ihr einfach Steuerkreuz nach rechts drückt. Drückt einfach Steuerkreuz nach rechts und dann koppelt ihr die MOC ganz einfach ab. Und ja, als nächstes begibt euch einfach zu dem Ort auf der Map, wo sich auch die Zielperson sich aufhält. So, hier vorne ist schon die Zielperson und nun müsst ihr die Zielperson einmal mit dem Auto verkeilen, sodass er nicht mehr weiterfahren kann. Das werde ich jetzt hier vorne machen. Ja, hier vorne ist es gut. So, wir verkeilen den einfach mal gerade hier, den Fahrer, so dass er mit seinem Auto nicht mehr weiterfahren kann. Als nächstes ziehen wir den Fahrer aus dem Auto raus. Aber ganz wichtig, die Zielperson, die darf nicht sterben. Die Zielperson darf wirklich nicht sterben. Wir ziehen die Zielperson aus dem Auto raus, steigen wieder in unsere MOC rein. Und ja, jetzt können wir auch schon direkt losstarten mit dem RP-Farm. Und zwar müssen wir jetzt einfach nur die Zielperson einfach nur überfahren. Wir überfahren jetzt einfach nur und ihr seht jetzt, ich bekomme jede Sekunde 250 RP. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass die Zielperson halt nicht stirbt. So, ihr seht, ich bekomme jetzt jede Sekunde bekomme ich jetzt 250 RP. Damit könnt ihr in einer Stunde um die 100 Level auf jeden Fall machen. Nutzt den Glitch auf jeden Fall noch so lange aus, so lange noch geht. Könnte sein, dass er in den nächsten 2-3 Tagen schon wieder gepatcht wird, weil er wirklich overpowered ist, wie ihr seht. Und wie gesagt, Benutzung auf eigene Gefahr. Und ansonsten würde ich sagen, habt auf jeden Fall Spaß mit dem Glitch. Und Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.